taucht ein in die faszinierende Welt der Wildpflanzen. Hier gibt's jede Menge Grünzeug, das euch zum Staunen bringt. Viel Spaß bei unseren lustigen Pflanzenvideos. Drüsiges Springkraut. Ich mach heute mal weiter. Gehe die nächste Runde im Pflanzenlachclub. Heute wollen wir mal das drüsige Springkraut auseinandernehmen. Ah, das drüsige Springkraut. Der Ninja unter den Pflanzen, sozusagen. Während andere Pflanzen gemächlich ihre Samen abgeben, sagt dieses Pflänzchen, warum still und leise verstreuen, wenn man sie mit einem Katapult abfeuern kann. Ja, es nutzt seine speziellen Sprungkräfte, um seine Samen regelrecht durch die Luft zu schießen. Bis zu 7 Meter weit. Wenn es also mal wieder laut Plopp im Gebüsch macht, dann ist wahrscheinlich das Springkraut am Werk. Als invasiver Neophyt ist es nicht nur schnell, sondern auch gierig. Es wächst an den unmöglichsten Orten, breitet sich aus, als gäbe es keinen Morgen und verdrängt dabei alles, was ihm im Weg steht. Mit seinen auffälligen rosa bis violetten Blüten sieht es jedoch ziemlich harmlos aus, als ob es sagen würde, ich bin nur eine hübsche Blume, mach dir keine Sorgen um mich. Doch unter dieser charmanten Fassade steckt ein echter Eroberer. Und das Beste an der Sache? Die Samen dieses Springkrauts sind nicht nur schlagkräftig, sondern auch essbar. Das heißt, während du versuchst, den Eindringling in deinem Garten zu bändigen, kannst du seine kleinen Katapultkugeln einfach aufknabbern. Schmecken wie kleine Nüsse. Eine überraschende Delikatesse, die dir die Pflanze quasi direkt in den Mund schießt. Wirklich praktisch, wenn man mal darüber nachdenkt. Vielleicht solltest du dir angewöhnen, mit einem Beutel durch den Garten zu laufen, um die Sprungsnacks aufzufangen. Aber Vorsicht! Bevor du sie einsammelst, stell sicher, dass du schnell genug bist, denn dieses Springkraut mag keine Zeitverschwendung. Pflanze es ein und schon hast du einen wild gewordenen, aber schmackhaften Samenwerfer im Garten. Das war's erst wieder mal für diese Runde im Pflanzenlachclub. Der Springkraut flink wie ein Ninja in Grün, lässt seine Samen durch die Gegend ziehen. Statt still zu verstreuen, ganz ohne Laut, macht's lieber plopp, das uns vor Schreck fast umhaut.